Aber was da gerade durchkam, glauben ja alle, verjährt. Und wenn es nicht verjährt ist, also die Punkte in Flensburg, dann gibt es doch irgendwie anwaltlich absolut die Möglichkeit, das wegzumachen. Warum glauben alle Autofahrer, dass nur der richtige Anwalt kommen muss und dann lösen sich Punkte in Geld oder in Luft auf? Ich glaube, das geht noch auf eine Zeit von Franz Josef Strauß zurück, wo die Regel die Ausnahme war und umgekehrt. Denn, aber es geht doch nicht, oder? Also es ist schwierig, sagen wir so. Also die Regel ist die, dass wenn ein Fahrverbot auszusprechen ist, das dann ausgesprochen wird. Und oftmals sind dann Leute gekommen und gesagt, ja, aber ich bin beruflich darauf angewiesen. Ja, Richter, bitte machen Sie irgendwas anderes. Sie können doch von dieser Regel abweichen. Und da sind die Richter mittlerweile sehr hart, denn die fragen, aha, sie sind auf ihr Auto angewiesen, aber fahren nicht anständig mit dem Auto? No way. Ja, und dann dürfen sie sich einen Fahrer oder sonst was suchen oder einen neuen Job. Also mittlerweile ist man da sehr streng. Ein Kollege von mir, ein Anwaltskollege von mir, hat es tatsächlich geschafft, in Frankfurt einen Richter näher zu kennen, aber nur deswegen, weil er oft wegen Punkten vor ihm stand. Und dieser Richter pflegte es, einen sehr netten Umgang mit Anwälten zu pflegen, ein gewisser Herr Alt aus Frankfurt. Und immer, wenn der Anwaltskollege bei Herr Alt in Frankfurt war, war es dann so, okay, 30 Euro Punkt weg. Jetzt wird dieser Anwalt aufgehalten und zwei junge Polizisten sind noch jung dabei, erkennen diesen Anwalt, denken sich, oh, schwierig, und wir haben sie mit dem Handy erwischt. Anwalt sagt, nein, kann nicht sein. Sagen, doch, wir haben sie erwischt und wir müssen dann eine Anzeige schreiben. Dann sagt der Anwalt, also keine Sorge, Jungs, macht einfach 30 Euro, lasst den Punkt weg. Ich kenne einen gewissen Herrn Alt in Frankfurt, der macht das auch immer so. Die haben sich nicht weiter beeindrucken lassen. Und es kam natürlich zum Prozess beim Herrn Alt in Frankfurt. Und die beiden Polizisten waren da und da haben sich gedacht, jetzt kriegt er aber sein Fett weg. Er kriegt nicht nur einen Punkt, am besten noch zwei und noch mehr Geld. Und Herr Alt machte dann Folgendes, obwohl er das alles wusste, diese Einlassung. Er sagte, okay, also mach mal 30 Euro und keinen Punkt. Und die Polizisten haben sich wohl gedacht, wow, das muss ein Hammeranwalt sein, dass der schon wusste, was der Richter machen würde. Ich als Richter hätte ihm gedacht, na warte, Freundchen, also jetzt erst recht. Aber es scheint hin und wieder noch Gerichte zu geben, die es machen. Der Regelfall ist es nicht. Also aus solchen Geschichten heraus entstehen dann auch solche Legenden und werden dann gelegentlich nachts um 12 am Tresen dann weitergereicht als absolut perfekte Insider-Tipps. Was ist aus dem Verkehrsrecht das Absurdeste, was Sie gefunden haben? Sie haben ein sehr witziges, spannendes, aber auch durchaus umstrittenes Buch gemacht zum Thema Juristerei ganz grundsätzlich. Verkehrsrecht, was sind die kuriosen Dinge dort? Ja, der Grund, warum ich Verkehrsrecht genommen habe, und diesmal meine ich nicht das Sexualstrafrecht, sondern das Verkehrsrecht, auf Schienen, Bahnen und Straßen. Ist schon spät, da kann man den mal machen. Ja. Ja. Da war es tatsächlich so, dass ich meine Doktorarbeit zu Blaulicht und Martinshorn geschrieben hatte. Und da war mir aufgefallen, dass es schon sehr skurril ist, wenn Sie drängeln und jemanden dicht auffahren, kann das nicht nur eine Straftat wegen Nötigung sein. In jedem Fall, sagt der Bußgeldkatalog, wenn Sie zu dicht dran sind, dann sind Sie mit 200, 300 Euro dabei, drei Punkten, und dann sieht es auch nicht gut aus für Sie. Und dann ist mir aber aufgefallen, blättert man nur ein bisschen weiter, fahren Sie gleich rechts an ihm vorbei, sind Sie irgendwie nur noch 100 Euro und ein Punkt. Und dann denkt man sich, ja, gut zu wissen, blättert man noch ein bisschen weiter, steht dann drin, okay, wenn Sie einen Standstreifen zum schnelleren Fortkommen benutzen, dann sind es nur noch 75 Euro. Ja, gut. Das ist auch ein Angebot, ne? Und das Allerbeste, was ich zumindest im Ordnungswidrigkeitenkatalog gefunden hatte, war, oder Sie kaufen sich gleich ein Blaulicht, also kaufen steht jetzt nicht im Gesetz, Sie nehmen ein Blaulicht, tun das auf Ihr Dach drauf und suchen sich einfach die Verkehrsspur aus. Das kostet nämlich nur 20 Euro. Ui, Schnäppchen. Jetzt gab es ein paar Kritiker, die gesagt haben, ja Moment mal, das könnte aber Amtsanmaßung sein. Da gab es auch einen einzigen Richter deutschlandweit, der das so gesehen hatte, aber ein kleiner Richter im Sinne eines kleinen Amtsgerichts. Der hatte gesagt, nein, das wäre ja Amtsanmaßung, weil man sich als Zivilpolizist ausgeben würde. Aber das stimmt nicht so ganz, denn heutzutage bekommen ganz legal nicht nur Zivilpolizisten, sondern auch Ärzte, Rettungssanitäter, Leute im THW, in der Freiwilligen Feuerwehr, diese Dinger. Und ja, das sind keine Beamten. Und damit ist das keine Beamtsanmaßung. Also legal. Es ist verrückt. Warum macht es einen Unterschied, wenn ich mit Alkohol am Steuer erwischt werde oder mit illegalen Drogen im Blut? Ja, für die Drogen hat sich der Bundesgerichtshof noch keine Mindestmenge ausgedacht, ab wann er jemanden unter Drogeneinfluss für relativ oder absolut fahrentüchtig hält. Das heißt, wenn ich jetzt mit Drogen erwischt werde, kann ich mich von der Polizei her nur daraufhin testen lassen, ob ich irgendwelche drogenbedingten Ausfallerscheinungen habe.
Was man in diesem Zusammenhang wissen muss, ist, dass man aber zu keinerlei Mitwirkungspflichten verpflichtet ist. Das heißt, wenn Sie einfach im Auto sitzen bleiben und es nicht unbedingt danach das Gras einer achtköpfigen Familie aus dem Auto rausdröhnt, haben Sie eigentlich ganz gute Chancen, da davon zu kommen. Beim Alkohol ja nicht so einfach. Denn da reicht schon der berühmte Anfangsverdacht, die Polizisten Sie bitten zu lassen, einmal zu blasen. Mhm. Das dürfen Sie verweigern als Autofahrer, das müssen Sie nicht. Aber dann muss man nicht machen, ja? Nein, muss man nicht machen, aber dann kann der... Musst du einrücken irgendwo. Ja, dann kann der Polizist, und das ist ja in letzter Zeit sehr umstritten gewesen, weil das ursprünglich unter dem Richtervorbehalt stand, die Blutentnahme. Das ist ja schon ein großer Eingriff und da hat man immer gesagt, ja, das müsse der Richter machen. Mhm. Aber man hat auch gesagt, naja, wenn der Richter nicht erreicht würde, dann könnte man das auch anderweitig anordnen. Also so nach dem Motto, ist ja Gefahr im Verzug und dann könnte man die Blutwerte und so weiter. Und das wird auch sehr häufig so genauso durchgeführt. Finde ich aber auch richtig, ehrlich gesagt. Man müsste halt nur eine gescheite gesetzliche Grundlage da haben. Und da sind wir ja auch schon beim Thema des Buchs, denn es ist kein Skandalbuch, bei dem man irgendwie die Leute dazu animieren möchte, irgendwas Verrücktes in kriminalistischer Sicht zu tun. Nein, aber das mit dem Blaulicht kam eben gerade ganz gut an hier in der Runde. Das habe ich schon mitgekriegt. Ja, aber ich bin alle sehr genau zugehört. Ich weiß, was Sie meinen. Ich meine, eigentlich geht es ja, das ganze Gesetzbuch, das ist ja eigentlich das, was das Buch zeigt, ist ja voller Lücken. Und der Gesetzgeber wird nie in der Lage sein, jede erdenkliche Lücke perfekt zu schließen. Und vielleicht führt genau das, was Sie da gerade erzählt haben, ja dazu, dass man diese Lücke auch tatsächlich schließt, weil eigentlich geht das ja so nicht. Eine andere Lücke, die ich interessant fand, war, Ausbruch aus dem Gefängnis ist nicht strafbar? Ist nicht strafbar? Da ist der Freiheitsdrang des Menschen einfach viel größer. Und das hat der Gesetzgeber auch so anerkannt. Das Problem ist nur, er setzt dem Ausbrechenden ziemlich viele Steine in den Weg. Es beginnt schon damit, wenn sie sich die Pfeile ins Gefängnis schicken lassen und anfangen, die Gitterstäbe durchzufallen, ist das natürlich eine Sachbeschädigung. Und wenn sie dann es tatsächlich geschafft haben, aus dem Knast abzuhauen, dann werden sie trotzdem wieder eine Straftat begangen haben. Denn die Anstaltskleidung gehört ihnen nicht. Das ist ein waschechter Diebstahl. Ehrlich, ne? Also erst Sachbeschädigung, dann Diebstahl, heißt wieder zurück im Bau, ja? Richtig. Aber wenn ich mich jetzt theoretisch nur, ich würde mich jetzt splitterfasernackt einfach ausbuddeln, bin ich raus. Sind Sie raus. Und das ist daraus das ist der nächste Nackte, den Sie sehen, wissen Sie, woher er kommt. Aber machen Sie sich nicht des Exhibitionismus strafbar, Herr Lang. So, das ist übrigens auch interessant. Das ist ein Paragraph, den es nur für Männer gibt. Richtig. Exhibitionismus. Aber alle Fußballer, aufgemerkt, die Nacktflitzer fallen nicht darunter. Also die dürfen, solange sie wollen, flitzen, was das Zeug hält. Warum? Denn, ja, weil der Exhibitionismus muss konkret auf das Geschlechtsteil des Mannes impliziert sein. Also man muss das zur Schau stellen und das macht der Nacktflitzer in der Regel. Macht man ja nicht von 90.000, auf gar keinen Fall. Ja, aber es muss schon konkret darauf der Blick wandern. Auch schön ist im Übrigen, wenn man dann, mit Belustigung reagiert oder Trauer, ist das auch nicht strafbar. Nur das Entsetzen soll die Strafbarkeit auslösen. Moment, stopp. Wenn also der Mann, der sich nackt und der sich entblößt in der Öffentlichkeit, wenn die Frau, meistens sind es ja Frauen, die da Opfer sind, und das ist ja auch also ekelhaft, ja, wenn sowas passiert, aber wenn die ihn auslacht? Es ist nicht strafbar. Okay, das heißt, wie jetzt, ernsthaft? Ernsthaft, ja. Aber man will ja an den Ekel ran. Also das ist ja, er ist ja oft auch als Ekelparagraf verschrieben worden und auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft worden, weil man sich ja schon gefragt hat, warum sollen eigentlich nur Männer bestraft werden? Es kann auch durchaus sein, dass die eine oder andere Frau, die sich mir gegenüber in der U-Bahn oder sonst wo präsentiert, theoretisch zumindest, ne? Theoretisch, ja, ähnliches Unbehagen erfüllt, aber da war der Gesetzgeber ganz hart und hat gesagt, also die Sexualität des Mannes sei also eine anders geartete, was auch immer er damit sagen wollte. Das ist die Begründung, die das ist tatsächlich. Ja, das ist aber auch irgendwie chauvinistisch, erstmal in die andere Richtung. Ne? Ja. Für uns Männer, dass man davon ausgeht, dass uns das im Zweifel gefällt, das finde ich nicht in Ordnung. Aber den Nacktpiesler hat man auch explizit ausgenommen. Also das geht auch noch. Den Nacktpinkler. Pinkler, Nacktpinkler, ja. Der Bayer sagt Nacktpiesler. Gut. Okay. Gut. Das wird einfach mal alles so sacken. Was ist denn, Herr Stevens, mit Titelschutz auch so ein heißes Thema? Ja,
Also eines meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Denn ist ein super Thema. Nirgends, außer vielleicht in Österreich, werden ja Titel so groß geschrieben wie in Deutschland. Da gibt es den Doktor, den Professor, den Arzt, den Rechtsanwalt und so weiter. Und in Deutschland werden Titel auch in den Ausweis reingeschrieben. Aber eins, mit einer Sache kann ich noch hier punkten und eine Sache auch auflösen. Man hat keinen Anspruch drauf, mit Doktor oder Professor angesprochen zu werden. Also wenn Sie, Herr Lanz, mich immer nur Alexander Stevens nennen. Habe ich ja heute Abend schon ganz konsequent gemacht die ganze Zeit. Und ich aber sage für Sie, Herr Lanz, immer noch Herr Dr. Stevens, dann können Sie das konkret ignorieren. Ja. Ich habe da keinen Anspruch drauf. Und umgekehrt ist es aber ganz interessant, dass der Doktortitel nur dann einen strafrechtlichen Schutz genießt, wenn man ein gewisses Vertrauen oder vor allem eine besondere Funktion in diesen Titel stützt. So, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, ja? Ja, genau. Ja. Nur auch in der Situation werden Sie sich nicht strafbar machen. Aber ich mache es auch ein bisschen einfacher. Wenn Sie gerade Ihr neues, nicht Sie, aber irgendjemand sein neues Date an der Bar bezirzen will und behauptet, Großfeldwebel oder Major der Bundeswehr zu sein, dann wäre das ein Titelmissbrauch einerseits. Andererseits hat er in dieser Form gar keine Funktion. Und deswegen sagt der Gesetzgeber bzw. die Gerichte sagen, das muss man reduzieren, das ist dann nicht mehr strafbar. Noch schöner wird es mit der Arztplakette, wenn Sie die Arztplakette im Auto drin liegen haben und immer vom Krankenhaus parken und die Politesse kommt, dann hat die nicht ein besonderes Vertrauen in ihre Funktion als Arzt, sondern sie muss sie eigentlich aufschreiben. Ja. Und ganz weit können Sie es eigentlich bringen, wenn Sie in der nächsten Polizeikontrolle sagen, also Moment mal, meine Damen und Herren, ich bin Rechtsanwalt, das, was Sie hier machen, ist alles nicht so richtig, dann dürfen Sie sich, auch wenn Sie nicht Rechtsanwalt sind, die Polizisten davon natürlich nicht beeindrucken lassen, denn sie sind an Recht und Gesetz gebunden. Deswegen hat dieser Rechtsanwaltstitel in dieser Form gar keine Funktion. Okay, verstehe. Und das ist eigentlich der Grund, der dahinter steht. Und zum Schluss Beschimpfungen. Also wenn ich jetzt, ich werde jetzt so wütend, was darf ich sagen? Kollektivbezeichnungen gehen immer. Das war ja ursprünglich mal die Aussage auf einem Nummernschild, Soldaten sind Mörder. Da hatte sich ein Soldat angegriffen gefühlt. Aber das ist keine Beleidigung, weil man kein Kollektiv beleidigen kann. Also es muss immer konkret beleidigt werden. Konkret jemand sein, ja. Fantasiebeleidigungen gehen auch nicht. Man muss sich schon irgendwie als Beleidigung auch verstehen. Also wenn Sie sich eine neue Sprache ausdenken, dann ist das manchmal sehr trefflich. Und auch keine Beleidigung. Das ist aber auch jetzt schon ein alter Hut. Wenn Sie zu einem Polizisten Bulle sagen, ist das nicht beleidigend, zumal es lange Zeit eine Fernsehsendung gab, die ähnlich hieß, der Bulle von Tölz. Und mittlerweile die Polizei selbst Maskottchen hat, diese kleinen Kindern in Not geben, die der Bulle heißt. Also dann noch von oder einer Bulli Beleidigung auch, sprechen oder so, würde nicht gehen. Man kann es natürlich noch exzessiv weiter drehen. Es gab ja diesen ganz berühmten Fall, den kennt, glaube ich, aber auch schon jeder, dass ein Aufgehaltener von der Polizei sagte, Herr Oberförster, zum Wald geht's da lang. Und der Polizist dann sehr beleidigt war und ein Berliner Amtsgericht gesagt hat, nein, Moment mal, der Oberförster ist ein ehrbarer Beruf. Das Absolut. Ist keine Beleidigung. Mhm. Das können Sie natürlich beliebig fortführen. Seit 2001 gibt es das Prostitutionsgesetz. Ich würde aber niemanden jetzt unbedingt animieren wollen, es bei der nächsten Polizeikontrolle darauf ankommen zu lassen. Also der Polizistin zu sagen, sie prostituiert. Richtig, ja. Aber es wäre wohl nicht strafbar. Also, danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Viel, viel gelernt und Sie sehen auch viele Fragezeichen in meinem Gesicht. Danke euch allen ganz, ganz herzlich. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Anna Kraft, Uli Borowka, Fritz von Ton und Taxi. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dirk Müller, der heute zum ersten Mal unser Gast war. Und bei Dr. Alexander Stevens. Vielen Dank. Immer ein tolles Buch zum Thema Juristerei gelungen ist jetzt die Kollegen von Heute Plus. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann. Danke.